Strategiewechsel bei Facebook. Das soziale Netzwerk soll kein digitaler Dorfplatz mehr sein, sondern eher eine Art digitales Wohnzimmer, das seinen Nutzern eine private und verschlüsselte Kommunikation ermöglicht. Dies kündigt Facebook-Chef Mark Zuckerberg an. Die Nutzer müssten demnach die Sicherheit haben, dass das, was sie einander mitteilen, auch sicher bleibt und dass ihre Nachrichten und Inhalte nicht auf ewig haften bleiben. Facebook ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Rund 2,3 Milliarden Menschen sind aktive Nutzer. Das Unternehmen steht aber in der Kritik, weil es Fehlinformationen und Manipulationen ermöglicht und riesige Mengen Nutzerdaten anhäuft. Mit einer Verbesserung des Datenschutzes geht Facebook nun in die Offensive.